Hallo Welt, willkommen zur Musterlösung der 27. Übung. Und da hatte ich Ihnen ja als Aufgabe gestellt, das hier soll möglich sein. Also das Casten einer Instanz der Klasse in einen Double-Wert, also der Klasse Bruch. Ja, und das geht relativ einfach. Wir gehen in Bruch rein. Wir haben ja schon unsere alte Methode als Kommazahl. Die kann gelöscht werden, wenn wir fertig sind. Ich lasse jetzt trotzdem mal drin, dass wir das so als Vergleich haben. Und hier können wir sagen, okay, ich möchte den Operator Double überladen. So, das heißt, ich kann eine Instanz meiner Klasse in einen Double-Wert umwandeln. So, das ist ja hier die Header-Deklaration. Deshalb gehe ich jetzt nochmal in die CPP. Ich habe schon in die richtige Stelle gescrollt. Und hier ist es genau dasselbe, dass ich sage, von meiner Klasse Bruch, und zwar Double, möchte ich aufrufen, Operator Double. Und der macht nichts anderes als, ne, ich muss natürlich hier cast, damit er keine ganzzahlige Division macht. Ne? Das ist also hier genauso, Double Nenner, weil Zähler und Nenner sind ja ganze Werte. So, und das ist auch schon alles. Jetzt gehen wir mal in die Main, schauen wir rein, ob es funktioniert. Und es klappt. Also hier, Deklaration, Operator Double. Und hier bei der Implementation einfach Bruch Doppel, ne, ohne Rückgabewert, genauso wie bei den Konstruktoren. Das ist alles. Ich hoffe, Sie kamen auf diese Lösung. War jetzt heute nicht besonders schwer, aber immerhin, man muss es halt wissen, wie es geht. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.